Hallo, meine Lieben. Ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich euch auf diesem Kanal in Zukunft mehr über die Theologie des Leibes und die Kunst erzähle, beziehungsweise was ich über die Theologie verstanden habe, wegen meinem künstlerischen Berufen. Kurz zu mir. Ich glaube, die meisten wissen es, vielleicht wissen es nicht alle. An sich bin ich Schauspielerin und Opernsängerin, genauso wie Gesangspädagogin und Sprechtechnik. Ich habe auch Jazzgesang gemacht, ich habe französische Chansons gemacht, ich habe Opernregie gemacht. Also ich kenne mich, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, mit den Bühnenkünsten aus. Ich bin mehr Bühnenkünstlerin, als dass ich jetzt irgendwie im Film oder Fernsehen wäre. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und ich habe sehr, sehr viel durch meinen Beruf über die Theologie verstanden, beziehungsweise würde ich mal sagen, dass die Sprache der Bühnenkunst, die Sprache der Bühnenkunst und auch des Gesangs tatsächlich das ist, was ich spreche. Diese Sprache verstehe ich. Die gehört zu mir. Und Gott hat einfach diese Sprache genutzt, um mir Dinge zu erklären, die ich tatsächlich anders nie, nie im Leben verstanden hätte. Und ich möchte euch jetzt einiges davon beginnen zu aufzuzeigen, ja, so in der Richtung. Als erstes einmal, warum meine ich, dass die Theologie des Leibes nur von einem Papst sein kann, der selbst geschauspielt hat? Viele wissen es nicht, Johannes Paul II. War im Widerstand gegen den Nationalsozialismus als junger Mann tätig, während er im geheimen Priesterseminar war und andere Dinge noch gemacht hat. Und in seiner Freundesgruppe war eine Art dieses Widerstandes, geheime Theateraufführungen auf Polnisch zu machen, weil Polnisch zu dieser Zeit unter den Nazis einfach versucht wurde, mundtot zu machen. Also sollte die polnische Kultur nicht existieren und ausgemerzt werden. Nur die deutsche Kultur war gut. Entschuldigung. Verzeiht. Auf jeden Fall war eine Möglichkeit, um die polnische Kultur am Leben zu erhalten, natürlich das Schauspiel, die Kunst als Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und in dieser Art des Widerstandes war eben Johannes Paul II. Tätig. Und sie haben sehr wortlastige Theaterstücke gemacht. Und sehr reduziert in den anderen Mitteln. Und genau darum meine ich, dass diese Erfahrung einen großen Einfluss hatte auf seine Art und Weise, auch an die Theologie heranzugehen. Ich habe natürlich keine Beweise dafür. Ich kann es nur sehr gut nachvollziehen. Denn die Grundthese der Theologie des Leibes, eine der Grundthesen, ist natürlich, dass der Leib unsichtbare Dinge offenbar macht. Und genau das machen wir auf der Bühne. Ein wesentlicher Teil der Bühnenkunst ist es, Dinge, die unsichtbar sind, nämlich die Untertexte, die Dinge, die nicht in Worten in einem Theaterstück oder Film ausgedrückt sind oder in einer Oper sichtbar zu machen. Und das Mittel, das wir dazu nutzen, ist der Leib, der Körper. Und das ist mal meine Grundthese, warum ich glaube, dass diese Theater- und Kunsterfahrung bei Johannes Paul II. Sehr, sehr viel geprägt hat, auch in diese Richtung der Theologie des Leibes.
einer gewissen Verständnis auch des Menschseins. Natürlich nicht isoliert, das möchte ich auch sagen, natürlich in Zusammenhang mit der Theologie. Das ist einmal so ein bisschen die Einleitung. Jetzt mal ganz konkret zu Dingen, die ich durch die Ausbildung, durch die auch Schauspieltechnik tatsächlich über die Theologie, über Gott verstanden habe, über das Leben mit Gott hier auf Erden. Meine Geschichte dazu ist, dass ich nach einem Jahr einer Schauspielausbildung eine Gottesbegegnung hatte. Ich war vorher schon gläubig, so ist es nicht. Es war nicht ein vollkommener Unglaube, aber ich würde sagen, ich kannte Jesus so wie einen Cousin entfernten Grades, den man kennt, den man toll findet, zu dem man gehört, den man bewundert, den man aber gar nicht so richtig kennt. Ein wenig kannte ich ihn, nur was ich viel, also ich war also ein bisschen stolz, würde ich mal sagen, so wie es viele sind von uns, eigentlich alle. Und ich hatte einfach, ich versucht umzusetzen, was ich verstanden habe als Kind, als Jugendliche. Sehr viel davon war dieses Liebe deine Feinde, das fand ich immer ziemlich gut. Das ist mir absolut eingeleuchtet, dass das absolut wichtig ist. Viele habe ich aber einfach auch nicht verstanden. Und ein Weg, wie Gott mich rückblickend vorbereitet hat, ihm dann in Berlin zu begegnen, in meiner Ausbildungszeit, war es, dass ich zwischendurch davor Arabistik studiert hatte und mich deswegen natürlich mit dem Islam auseinandergesetzt hatte und sehr viele heftige Diskussionen mit Studienkollegen hatte über Islam und Christentum. Ich habe damals sehr versucht, was ich verstanden hatte von meinem Glauben, in der Diskussion reinzukriegen. Und es dürfte auch damals schon etwas mehr gewesen sein als der Otto Normalverbraucher, Katholik in Österreich zu der damaligen Zeit oder auch heute. Viele wissen ja gar nicht, woran man eigentlich glaubt. Und es kamen Fragen auf, die ich mir tatsächlich nie so gestellt hätte. Und rückblickend weiß ich, dass das ein Schritt dazu war, manche Dinge, die ich jetzt verstehe oder zumindest begonnen habe zu verstehen, die wirklich dahin geführt haben. Und das ist sehr spannend. Und diese Fragen haben natürlich was in mir ausgelöst, auch diese Erfahrungen. Gut. Nun aber zum Schauspiel an sich. Eine Sache, die ich durch mein Studium verstanden habe, ist, dass gewisse Dinge so rüberkommen oder gelingen, wie ich es eigentlich beabsichtige, gibt es gewisse Regeln, gewisse Techniken, die einem dazu helfen. Am Anfang einer Schauspielausbildung oder künstlerischen Ausbildung im Gesang genauso gibt es zwei Dinge. Das eine ist die Sehnsucht, Dinge auszudrücken. Und das andere ist die Fähigkeit, das so zu tun, dass es beim anderen ankommt, was ich möchte. Und meistens passen die nicht so richtig zusammen. Man schafft ein wenig aufgrund einer guten Intuition, die eine mehr, die anderen weniger, etwas von dem auszudrücken, was man möchte. Aber es ist meistens nicht so natürlich. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, weil Leute sagen, hey, Theater, was soll daran natürlich sein? Oder viel. Die Grundherangehensweise eines Bühnenkünstlers ist, dass man versucht, die Rolle, die man spielt, die Geschichte, die man weitergibt,
den Part, den man in dieser Geschichte erzählt, so realistisch und natürlich und auch, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ja, so authentisch wie möglich umzusetzen. Also die Idee ist nicht, aber nur eine Maske aufzusetzen, dann irgendwas zu spielen, ein paar Posen zu geben und dadurch dann das zu bringen, ja, sondern die Kunst liegt daran, in diese Rolle, diesen Charakter so authentisch rüberzubringen, dass das Publikum mit, also diese Rolle wirklich mit einsteigt in gewisser Weise. Mit anderen Worten, dass das Publikum vollziehen kann, was diese Rolle durchmacht und warum sie manche Dinge so macht, wie sie sie macht. Und auch wenn sie das nicht kann aus ihrer eigenen Erfahrung, dass zumindest da wirklich das Gefühl ist, dass da eine Geschichte entsteht und dass da eine Person auf der Bühne ist und nicht irgendein etwas Gekünsteltes. Und das ist natürlich schwer. Einmal. Also, die einen können das besser, die anderen können das schlechter am Anfang. Aber grundsätzlich geht es darum, einerseits diese Figur zu entwickeln, andererseits aber auch diese Figur, wenn man jetzt in einem Engagement ist, an einem Theater, nicht nur einmal einfach gut hinzukriegen, sondern zu einer ganz bestimmten Zeit, für eine ganz bestimmte Dauer, immer wieder wiederholbar, genau so hinzukriegen im besten Falle, wie es intendiert ist, also wie es beabsichtigt ist. So authentisch wie möglich. Und dazu gibt es natürlich eine Technik. Es gibt gewisse, sozusagen, ich würde mal sagen, Theatergesetze, die abhängig davon sind, was für eine Bühne ich da eigentlich habe. Die meisten kennen, man nennt das die Guckkastenbühne. Das sind so drei Wände und die vierte Wand ist dort, wo das Publikum ist. Es gibt aber auch eine Arenabühne, wo das Publikum um einen herum ist. In einer Arenabühne muss ich anders spielen, auch mit meinem Spielpartner, einfach weil die Leute sollen ja die Figur kennenlernen. Die sollen ja auch was mitbekommen können und nicht ständig. Man soll ja nicht ständig irgendwie von einem anderen Spielpartner verdeckt sein oder einen anderen Spielpartner verdecken oder mit dem Rücken zum Publikum, damit sie eigentlich gar nicht sehen, was in unserem Gesicht vorgeht. All diese Dinge, ja. Oder auch gar nicht richtig hören können, weil wenn ich natürlich nicht zum Publikum spreche, sondern gegen das Publikum, dann ist die Schallentwicklung auch eine andere. Das heißt, es gibt einfach gewisse Grundbegriffe rein technischer Natur, die einfach nötig sind, damit wirklich rüberkommen kann, was ich auch wirklich beabsichtige, das, was ich möchte, das, was auch der Regisseur möchte und worum es auch dem Autor des Stückes geht. Und genau das Lernen darum, das Akzeptieren, dass es das gibt, hat mich verstehen lassen, warum es gewisse Gebote gibt, die Gott uns ans Herz legt. Gerade besonders in der Theologie des Leibes. Es ist eine Theologie, sehr viele sagen immer eine Ehetheologie. Das ist aber auch nur die halbe Wahrheit in Wirklichkeit. Dass allein auf das Sakrament der Ehe, obwohl es einen sehr, sehr großen Part inbegriffen hat, zu reduzieren, ist auch eine Reduktion der gesamten Theologie. Denn wir kommen dann bald zu den Katechesen über den Leib in der Ewigkeit. Und im zweiten Teil geht es sehr, sehr viel auch um das Zölibat, um das Alleinsein, um des Himmelreiches Willen, um viele andere Dinge. Also die Theologie des Leibes alleine zu reduzieren
auf die Ehe ist nicht richtig. Auch das ist eine Reduktion, finde ich, die ihr nicht gerecht wird. Es wird sehr viel von der Ehe gesprochen, weil die Liebe, weil Gott die Liebe selbst ist und die Gemeinschaft ist, natürlich eines der wichtigsten und wundesten Themen in unserer Gesellschaft, überhaupt in allen Gesellschaften, würde ich mal sagen, immer gab. Es ist eine Theologie, die des Mannseins und des Frausein, der Frauseins, des Frauseins. Und genau dieses Mann und Frausein, was bedeutet das, wenn ich Frau bin? Was bedeutet das, wenn jemand anderer Mann ist? Vor Gott? Was hat Gott sich dabei eigentlich gedacht? Und da auch bereit zu sein, vielleicht manche gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten, die wir heute haben, obwohl heutzutage das alles sehr wischiwaschi ist, tatsächlich, zumindest in der westlichen Welt. Also es ist eigentlich, finde ich, viel fundamentaler als einfach nur, unter Anführungszeichen, nur die Ehetheologie. Weil bevor ich eine Ehe beginne, muss ich erst einmal verstehen, wer ich selbst bin. Ich kann schwer mich selbst schenken, wenn ich mich gar nicht kenne. Oder vor mir selbst immer wegrenne oder mich selbst ständig belüge. Denn ich kann nicht ehrlich zu jemand anderen sein, wenn ich zu mir selbst gar nicht ehrlich bin. Das ist einfach mal eine Grundvoraussetzung. Auf jeden Fall ist eben genau das eine Sache, die ich festgestellt habe, warum es wichtig ist oder warum diese Gebote, diese, ja, die Gebote eigentlich existieren. Die existieren nicht, um uns das Leben schwerer zu machen. Ganz im Gegenteil. Eigentlich entsprechen sie uns. Heiligkeit ist nicht etwas Überbesonderes. Heiligkeit ist eigentlich genau das, wozu wir als Menschen tatsächlich im Ursprung geschaffen sind. Es ist uns nicht fern. Es ist eigentlich der wirklich wahre Kern unseres Lebens. Wir sind natürlich, ist er etwas mit Staub und Schmutz, verkrusteten Schmutz vielleicht bei manchen, frischen Schmutz bei anderen. Auf jeden Fall müssen wir das immer wieder neu polieren, unsere Heiligkeit. Weil wir einfach im Leben so wie ein kleines Kind manchmal in eine Pfütze fallen und dann müssen wir uns wieder waschen und auch die Kleidung waschen. Und dazu gibt es ein Sakrament, das nennt sich die Beichte. Auf jeden Fall ist das ein wesentlicher Teil, der mir am Anfang meiner ganz bewussten Entscheidung, dass ich es jetzt einmal wirklich nach Gottes Willen machen möchte, mein Leben. Nach dieser Entscheidung war das so wirklich eine der Sachen, die mir als erstes aufgegangen ist. Eine zweite Sache, die auch im künstlerischen Weg genauso ein Phänomen ist wie im Weg der Heiligkeit, im Weg eines Lebens mit Gott und nach seinen Maßstäben zu gehen, ist dieses Gefühl, dass man am Anfang ein absolutes Korsett anhat. Die Technik sozusagen sind die Gebote. Ja, man hat diese Technik beim Gesang auch. Es gibt gewisse, je nach Stil, aber auch die Stile in Wirklichkeit sind dann nur unterschiedliche Klangfarben. In Wirklichkeit die Grundbegriffe, die Basis ist egal, ob ich Sprechtechnik, klassischen Gesang, Jazzgesang, Chansons mache, Kabarettlieder, was auch immer. Die Basis ist in Wirklichkeit bei allen gleich. Der Rest ist mehr im sogenannten Ansatzrohr der Artikulationsmuskulatur, was dann wirklich unterschiedliche Sachen macht. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich festgestellt habe, ist, es fühlt sich im Anfang, wenn man das Ganze erst lernt und es noch nicht beherrscht. Wichtig. Fühlt sich das Ganze an, als hätte man auf einmal ein Korsett an und man kann nicht mehr richtig spielen.
Man hat ein Talent, man hat eine Sehnsucht, man möchte etwas ausdrücken und man hat das Gefühl, es kommt überhaupt nichts von dem rüber, was ich eigentlich in mir fühle. Und ich schaffe es nicht, diese Rolle so zu interpretieren, wie ich das Gefühl habe, dass es sein sollte oder nach außen wirken sollte. Und das Gleiche ist im Leben mit Gott. Wenn ich anfange, diesen Weg zu gehen, habe ich oft das Gefühl, dass ich hier nur struggle, dass überhaupt nichts funktioniert, dass diese versprochene Fülle auf einmal alles viel schwieriger wird, dass alles Mögliche wirklich geschieht und ich merke erst einmal, wo ich überall fehle. Ich kriege erst mit, was bei mir da eigentlich alles noch nicht richtig im richtigen Lot ist. Und was deswegen auch noch nicht wirklich gelingt in meinem Leben. Jupp, das ist bei beiden so. Man hat das Gefühl, man hat auf einmal ein Korsett an. Und man fällt, man macht Fehler und dann muss man einfach wieder aufstehen und dann weitermachen. Die Fehler sind nicht das Problem. Ein weiteres Learning, was ich von der Kunst gelernt habe, vom Schauspiel, die Fehler sind nicht das Problem. Die Sünden sind nicht das Problem. Das Problem ist nicht, aus ihnen zu lernen. Wenn etwas nicht funktioniert im Schauspiel, in einer Rolle, wenn ich merke, gute Ideen funktionieren aber nicht, entweder nicht in diesem Moment, in dieser Rolle oder im Gesamtzusammenhang des ganzen Stückes funktioniert einfach diese Idee nicht, so gut sie ist. Und eine Sache, die man wirklich lernen muss, und das ist sowieso auch schwer am Anfang, ist loszulassen von Ideen, die gut sind, aber nicht funktionieren. Es gibt wunderbare, tolle Ideen, künstlerische Einfälle und man verliebt sich dann voll und denkt sich, boah, das ist doch so schön, das passt doch so gut zur Rolle. Es mag auch sogar sein, dass es gut zur Rolle passt. Gleichzeitig kann es sein, dass es nicht ins Gesamtkonzept in der Entwicklung der Rolle insgesamt und im Zusammenhang mit den anderen Rollen in diesem Stück nicht aufgeht. Und dann muss man den Mut haben und lernen, es loszulassen, was nicht funktioniert. Genauso, wenn ich merke, dass ich etwas struggle und es noch nicht so rüberkommt, wie ich mir das intendiere und ich daran arbeiten muss. Ja, kommt vor, ständig, in jedem künstlerischen Prozess, in jeder Arbeit an einer Rolle, kommt der Moment, wo man wirklich struggelt und sich denkt, pff, ich weiß nicht, wie ich das auf die Reihe kriegen soll. Irgendwie ich hab oder man hat noch keinen Einfall oder irgendwie weiß man noch nicht irgendwie. Man weiß noch nicht, wie man das jetzt wirklich gut so umsetzen kann, dass das rauskommt, was rauskommen soll. Auch das gibt es. Normal. Und genau das Gleiche ist im Leben, im Glauben. Es ist das Gleiche. Wir haben einen Hauptfehler unseres Charakters, der uns hindert, dass das Leben gelingt, festgestellt. Gibt die sogenannten sieben unter Anführungszeichen Todsünden, sind ja keine wirklichen Todsünden, sondern sind die Laster. Und meistens haben alle von jedem etwas davon. Gleichzeitig gibt es gewisse Hauptlaster, die einem besonders schwer fallen. Und genau in die fällt man ständig rein. Gleichzeitig ist jedes Reinfallen nicht immer gleich. Wichtig ist, eine gute Fehleranalyse zu machen, zu herauszufinden, warum falle ich da eigentlich immer rein? Gibt es etwas, was ich ändern muss? Und dann muss ich anfangen, kleine Schritte zu machen. Ich kann nicht von 0 auf 100 das verändern, aber ich kann in kleinen Schritten eine Sache verändern. Schauen, ob das funktioniert. Wenn man merkt, na, funktioniert nicht, nächste Sache.
wirklich auch ein bisschen Trial and Error. Und genauso geht man auch an eine Rolle heran. Man beginnt einmal mit einer Erstidee. Dann schaut man, passt das nicht, kommt drüber, was ich möchte, kommt es nicht drüber. Wenn ich merke, nein, funktioniert noch nicht, weiß ich, okay, da stimmt was nicht. Genauso wie meistens hat man einen Hänger im Text genau an der gleichen Stelle. Was ist dann der Grund davon? Meistens, dass ich für mich noch nicht gecheckt habe, warum kommt nach diesem Gedanken plötzlich dieser Satz? Irgendwas geschieht dazwischen, das ich für mich noch nicht aufgelöst habe. Und deswegen habe ich immer an der gleichen Stelle den Hänger. Oder ich bin so in dieser einen Emotion drinnen und mir gefällt es mehr oder weniger, dass ich Schwierigkeiten habe, da schnell diese emotionale Veränderung zu machen, die die Rolle eigentlich macht, weil ich gerade in meiner Eitelkeit oder meinem Stolz da einfach denke, boah, das ist gerade so schön, jetzt ich möchte eigentlich gern bleiben in diesem Moment. Ja, kommt vor, gibt es, muss ich trotzdem weiter und muss lernen zu schauen, dass ich meinen Untertext, dass ich herausfinde, was in dieser Rolle einfach zwischen diesem einen Teil und dem anderen vorgeht, damit das Ganze funktioniert. Das ist Schauspiel und im Leben ist es genauso. Wenn es eine Sünde gibt oder einen Laster gibt, wo ich weiß, da falle ich immer wieder rein. Es kann sein, dass wir ein Leben lang daran arbeiten. Genauso im Schauspiel. Im Schauspiel, auch in der Sprechtechnik, auch im Gesang. Die Fehlerquellen sind nicht sehr originell. Man identifiziert sie meist in der Schauspielschule dank guter Lehre. Man braucht einen Lehrer, man kann nicht selber das sich so herausziehen. In der Kunst braucht es einen Lehrer, weil der die Außensicht hat und deswegen genau sagen kann, nein, das stimmt nicht, das stimmt, das stimmt nicht, das passt nicht. Und wenn man gute Lehrer hat, sind sie sehr streng. Und das kann sehr frustrierend sein. Gleichzeitig ist es die beste Schule überhaupt. Und genau diese Dinge sind es, die einem wirklich im Schauspiel und auch im Glaubensleben ein Leben lang begleiten werden. Und die Idee, der Grund der Technik, ist zu lernen, diese Schwächen auszugleichen. Und irgendwann, und ich habe das tatsächlich in der Kunst erlebt, besonders in der Kunst, aber auch im Glaubensleben, genau, wenn man sich die heiligen Biografien anschaut, sind oft diese Orte der größten Schwäche am Anfang die Orte, wo diese Dinge, die man später, wenn man gelernt hat, das auszugleichen, wirklich am besten kann. Das sind dann echt so diese Highlights, die man wirklich auf die Reihe kriegt. Genauso wie man sich die ganzen Heiligen anschaut. Bestes Beispiel, Heilige Maria von Ägypten. Sie war sehr promiskuitiv. Ich würde sagen, sie war nymphomanisch veranlagt. Wahrscheinlich war sie eine Nymphomanin. Hat 17 Jahre so gelebt, dass sie nur mit jedem Mann schlafen wollte, der über den Weg gekommen ist. Und das Wichtigste war ihr, dass bloß wirklich jeder mit ihr schlafen möchte. Das klingt total blöd, das ist ihre eigene Aussage, aber das ist wirklich das, was ihre Intention war. Bis sie in Jerusalem war und sie gemerkt hat, dass eine Kraft sie aus der Kirche stößt und sie gar nicht in die Kirche reingehen kann. Und dann merkt sie erst, dass das eigentlich nicht ein gutes Leben ist. Und dann hat sie sich bekehrt und ist in die Wüste gegangen, hat dort für den Rest ihres Lebens außer dem heiligen Zosimas weder Mensch noch Tier je wieder gesehen und hat dort in ihrer eigenen Aussage 17 Jahre lang mit ihrer Lust gestruggelt, bis sie ihre Herrin war. Und als sie am Ende ihres Lebens dem Zosimas begegnet, ist sie eine Frau, die so tief im Gebet verbunden ist, dass sie translokiert übers Wasser geht
und eine wahnsinnig große heilige Frau ist. Aber am Anfang ihres Lebens war sie weit davon entfernt. Und sie ist jetzt eine der besten Fürsprecherinnen für Menschen, die mit ihrer eigenen Lust wirklich nicht klarkommen und da wirklich kämpfen. Wenn die Frau hat genauso lange gekämpft gegen ihr eigenes Lustempfinden in der Wüste, wie sie davor in diesem Lustempfinden die ganze Zeit sich hingegeben hat. Also es ist jedes Struggle, jeder Kampf ist gut. Natürlich werden wir in unseren Schwächen kämpfen müssen. Dort, wo wir keine Schwäche haben, was für uns selbstverständlich und normal ist, da wird es nicht problematisch sein. Da sind wir auch gar nicht angreifbar, weil da kein wunder Punkt ist. Das ist alles heil. Nur hat jeder von uns bei dem einen mehr, bei den anderen weniger sein eigenes persönliches Kampfterrain, seine eigene Schwäche. Und das ist meist ein wunder Punkt. Und in diesem wunden Punkt, in dieser Verletzung, das ist der Ort, an dem wir den größten Sieg erringen können. Aber nicht, wenn wir liegen bleiben, wenn wir da reinfallen. Es ist okay, wenn wir mal ganz kurz, weil wir deprimiert sind, dass wir da irgendwo noch nicht weiterkommen, ganz kurz liegen bleiben. Wichtig ist nur, wir müssen wieder aufstehen. Und dann müssen wir uns, wenn wir aufgestanden sind, hinsetzen und Resümee ziehen und überlegen, okay, was führt mich dorthin? Was muss ich verändern, vielleicht auch in meiner Gedankenstruktur, um da nicht wieder hineinzufallen? Und je nachdem, was das für ein Laster ist, es gibt verschiedene Laster, es gibt diese Acht-Laster-Lehre und es gibt die Sieben-Laster-Lehre. Es sind an sich immer die gleichen Laster. In der Acht-Laster-Lehre gibt es, glaube ich, ein Laster, das auf zwei aufgeteilt ist. Fragt mich jetzt nicht genau, welches. Ich müsste wieder nachschauen. Und gleichzeitig haben wir die 10 Gebote und wir wissen alle, okay, wir müssen mal mit dem ersten anfangen. Dann gehen wir mal runter. Schauen wir uns mal, was ist denn bei den 10 Geboten für uns das Einfachste? Und dann schauen wir mal weiter. Also, das erste ist, man soll Gott an die erste Stelle stellen. Und die ersten 3 Gebote gehen immer nur, was die Beziehung zwischen Gott und uns betrifft. Glaube, wir sollten das ernst nehmen und uns darin einmal üben. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Und dann kommen die anderen Gebote langsam, langsam, langsam dazu. Wobei es vielleicht das eine oder andere Gebot gibt, das einem noch viel, viel leichter fällt, was weiter unten in der Liste ist, ist wunderbar. Sehr schön, das ist gut. Genießt das, dass ihr einen Ort habt, wo ihr nicht kämpfen müsst. Und das nächste, was ganz, ganz wichtig ist, ist zu wissen, Rom ist nicht an einem Tag gebaut worden und Gott gibt uns die Zeit auf dieser Erde, die wir brauchen. Vor allem, wenn wir uns an ihn wenden. Und wir sind da nicht alleine. Und was auch wichtig ist, genauso wie in der Kunst und im Gesang, wir brauchen jemanden, der eine Außensicht hat. Jemand, der hört, was wir tun, der nicht nur unser Inneres kennt, sondern der auch die Außensicht hat. Und im Glaubensleben ist es tatsächlich ein geistlicher Begleiter, der einem hilft, in diesen Schwierigkeiten einem vielleicht auch hilft, eine gute Fehleranalyse zu machen, auch zu schauen, wo man weiterhin möchte, wie es gehen soll, was gut ist, was nicht gut ist. Und genau das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe durch die Kunst. Das war jetzt mal der erste Teil, ist eher ein sehr, sehr langes Video geworden. Und das nächste Mal gehe ich weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne, wenn ihr Sonne habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es
wo ich euch etwas erzählen möchte zu dem, was ich gelernt habe. Durch meine Kunst, durch den Weg eines Künstlers und den Weg mit Gott. Bis dahin, macht es gut, eure Barbara und Louise.